war schon an für sich immer bei der Kunst. Ich habe schon immer gemalt, gezeichnet. Schon als Kind vorzugsweise Gesichter, das war also immer mein Thema. Und habe dann zwischendurch mal pausiert, wo ich geheiratet habe, Kinder bekommen habe, ansonsten den Kopf ziemlich voll hatte und bin halt seit 2004 wieder voll dabei. Ich habe früher nur mit Bleistift und Kohle gezeichnet, also schwarz-weiß. Und irgendwann so mit Mitte 20 habe ich die ersten Versuche mit Farbe gemacht, mit Ölfarbe. Dann zwischendurch Aquarell, Acryl, alles Mögliche probiert und male heute nur noch in Öl. Und das ist einfach meine Technik. Ich lasse mich vom Material inspirieren und zwar beschichte ich zuerst ein Medium, entweder Leinwand oder Papier oder Holz, mit einer Acrylspachtelmasse. Die ist weiß und gibt mir die Strukturen. Und dann kommt auf diese Acrylspachtelmasse, die fest wird, in dünnen Schichten Ölfarbe, die Strukturen auch für mich weiter hervorhebt. Und an diesen Strukturen sehe ich dann Anfänge von Gesichtern, Figuren, Tieren, alles Mögliche, arbeite diese heraus und konzipiere darum herum das Bild. Das entwickelt sich also aus den Strukturen heraus, die durch die Spachtelmasse vorgegeben werden. Gesichter sind für mich unglaublich wichtig, weil sie sehr, sehr viel ausdrücken, sehr viel von dem Wesen, von der Stimmung eines Menschen zeigen. Und die waren immer interessant für mich. Ich habe immer wieder zwischendurch versucht, mit anderen Sachen zu arbeiten. Ich habe also beispielsweise Holz teilweise beschichtet, wenn ich ein interessantes Stück Holz gefunden habe, arbeite auch teilweise auf Schaufensterbüsten und mache dadurch Büsten. Aber irgendwo meine Technik, dass ich aus den Strukturen heraus arbeite, die ist an für sich ja mein Stil. Und die behalte ich auch bei. Die macht mir auch nach wie vor Spaß. Weil es ist einfach spannend, aus den Strukturen zu sehen, wie sich da Figuren entwickeln, Gesichter entwickeln. Ja, die Farben sind immer wieder anders. Teilweise gebe ich auch mal größere Figuren in der Spachtelmasse vor, aber der Grundstil bleibt.